Der Kraftplatz ist ein Ort, der sich von seiner Umgebung tut, spürbar abheben. An einem Kraftplatz kann man sich aufladen, haben wir aufbauende Energien, die wohltuend sind für den Körper. Hier oben auf Meggishorn haben wir natürlich eine sehr, sehr hohe Energie. Die Haufen Steine, die wir hier haben, man sieht ja auch schön, dass die Leute eigentlich den Plausch haben, Steinmännchen zu bauen. Das heisst, es ist ein Ort, wo die Leute eigentlich sich richtig schön auch mit dem Boden, mit der Landschaft hier können verwurzeln können. Beim barrierefreien Platz des Genusses haben wir auch wieder schwebende Steine, die eigentlich wunderschön zeigen, wie man sich hier oben auf dem Eggishorn ganz leicht fühlen kann. Es ist ein wunderbarer Platz, es ist der Platz vom Mensch. Es ist der Platz vom Mensch, wo er die Füße auf dem Boden hat und den Kopf im Himmel. Es ist ein wunderbarer Platz auch, weil hier kann sich der Körper erholen. Hier findet die Seele Nahrung und der Geist Inspiration. Wenn man die Steine anschaut, die dort im Kreis an der Wand angeordnet ist, ist eine ganz fantastische Sache. Man hat wirklich das Gefühl, die schweben vor der Wand. Die bezeichnet aber auch den Punkt, den wir als stärksten Punkt hier oben definiert haben. In dem Moment, wo wir etwas tun, schauen, dass es hebt, im Gleichgewicht ist, heisst das, es ist in seiner Mitte. Und wenn wir so Sachen machen, dann kommen wir auch in unsere Mitte rein. Und das ist etwas, das sehr, sehr gesund ist. Die Grundschwingung hier oben ist so stark, dass wir im Mittelland unten Mühe haben, einen Kraftplatz zu finden, der so stark ist, wie die Grundschwingung hier ist. Wir sind jetzt hier bei der Station Bettmerhorn. Hier finden wir wieder einen ganz anderen Charakter in der Landschaft vor. Hier haben wir sehr viele grosse Steine und wir haben auch Erhebungen, wo wir als Platz können brauchen, um uns aufzuladen. Grundsätzlich ist es so, all die auch kleineren Erhebungen, die wir hier im Gelände haben, das sind Orte, wo wir uns draufstellen können und geniessen. Einfach mal geniessen, das erste Mal. Nebenher ist eine Kugel, wo wir auch wiederum die schwebenden Steine haben. Und es ist spannend, einfach mal zu schauen, was passiert mit dieser Kugel. Handflächen auf die Steine zu legen, ein bisschen an die Steine zu klopfen auf dieser Kugel und mal zu schauen, was passiert. Als Kraftort bezeichnet ist hier ein ganz spezieller Platz. Der hebt sich von der Umgebung insofern ein bisschen ab, dass er einen Hügel darstellt, wo rundum Steine stehen. Auf dem Hügel selber hat es eine kleine Senke und dort ist auch die Steinplatte mit dem neuen Symbol eingelegt worden. Und es macht einem gerade an, auf die Steinplatte zu stehen. Jetzt, wie kommt man darauf, einen Kraftort zu definieren? Es gibt kein technisches Gerät, wo man das messen kann. Das heisst, da müssen wir uns schon fast an Johann Wolfgang von Goethe halten, der gesagt hat, der Mensch, also der gesunde Mensch, an und für sich ist das beste Messgerät, das es überhaupt gibt. Das heisst, wir gehen über unsere eigene Wahrnehmung. Das ist grundsätzlich ein ganz wichtiges Prinzip, wenn wir uns mit Kraftort beschäftigen. Das erste ist hergehen, ankommen, ein paar Mal tief durchschnaufen, um ein bisschen runterfahren, dann einfach mal sein und schauen. Und sich die Zeit nehmen, die Zeit gönnen. Nicht etwas Bestimmtes zu erwarten, sondern einfach zu sein. Wenn wir einfach sein,
tun und Vorstellungen loslassen, dann erst kann es passieren.